Herzlich willkommen in Belgien, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Formel 1 2017 mit dem guten Grunge und meine Wenigkeit. Yay. Yay, lange ist her, dass mal wieder eine Folge kam, aber die Arbeit frisst relativ viel Zeit momentan und deswegen erst leicht verspätet heute. So, wir wollen natürlich dann jetzt das Blitzqualifying ausführen, in der Hoffnung, dass wir hier gut vorankommen. So, Rennstrategie. Okay, Rennstrategie. Ja, wenn dann überhaupt ein Boxenstopp nur. Ja. Auf welchem Platz bist du jetzt? 18, hast du gesagt, ne? Wenn ich das richtig sehe, starte ich auf Platz 18, jawohl. Jawohl, okay. Ich hoffe einfach mal wieder, dass wir hier nichts zerkloppen, nichts machen oder was auch immer. Ich werde hier ganz genüsslich fahren. Einen schönen sauberen Start gehabt. Erste Me Kurve too. Wird jetzt wieder ein richtig krasses, geiles Highlight. Wow, die haben aber jetzt gerade schlagartig hier eingebremst. Könnte sein, weil ich auch hart eingebremst habe. Alter Schwede. Gerade noch so ausgewichen, ohne mir mal den Flügel zu zerkloppen. Jetzt werde ich hier... Ja, pass bloß auf, gegen die Bande gedrückt worden. Dass du nicht zu nah an den dran fährst. Und ich werde hier... nicht rechts, links. Versuchst ihn in den Kurven zu holen. Ja, also auch wenn es jetzt hier erstmal keine gibt. Das ist so, als würden sie mich hier wegkloppen wollen von der Bahn, ne? Die kloppen hier echt gegen meine Reifen. Ich weiß auch nicht, ob die Schikane die beste Möglichkeit ist, um... So, hinter mir ist irgendwo gerade ein Auto weggeflogen, der Frontflügel. Ja, ich habe den Flügel an mir vorbeifliegen sehen. Ei. Alles zu schnell hier. Ja, das ist echt. Also wenn man auch noch die Fahrzeuge vor sich hat, dann hast du echt die Arschkarte, ob du willst oder nicht. Ist so. So, wir werden hier voll durchstarten. Mal gucken, ob wir sie zumindest einen in der Kurve kriegen. Nee, Rasen ist nicht so lustig. Ja, Rasen würde ich an deiner Stelle auch vermeiden. Rasen macht auch keinen Spaß. Nee, also macht definitiv keinen Spaß heute. Grüner Rasen. So. Schnelle Kurven hier auf jeden Fall am Ende. Wenn man hier auch erstmal auf 311 Spitzengeschwindigkeit kommt, ey. Ja. Statt ohne mit der Wimper zu zucken. Eiskalt, sage ich dazu nur. Eiskalt. So, die erste Kurve etwas beschissener genommen. Oh, gerade so durch zwei Autos durchgerutscht. Alter, das wäre jetzt schon wieder schief gegangen. Meine Fresse, echt, ey. Ja, gerade an dieser Haarnadelkurve. Oh, aber wirklich, der eine bremst gerade und der andere gibt gerade Gas. Ich bin einfach genau zwischen zwei Autos geradeaus durch. Mann, ey, echt. Harte Nummer. So, jetzt bin ich mal ganz gut durchgekommen durch die ganzen Sachen hier. Ich habe immer noch so eine Mikroruckler drin. Ich weiß echt nicht, wo es liegt. Ich aber auch. Also Mikroruckler habe ich auch. Irgendwas scheint hier momentan ein extremes Problem zu sein, weil die hatte ich vorher nicht oder nicht bewusst wahrgenommen. Die hauen mir da vorne jetzt gerade ab. Zur Hölle, warum? Da haben sie auch fettes Gemisch umgeschaltet oder so. Dann machen wir das doch auch einfach. So, jetzt kommt die enge Kurve hier wieder. Wird danach dann erst wieder versuchen zu überholen. Neue Runde, wieder schnellste Runde, ne? Ja, mit 1,50. War gar nicht 1,50,6. Das war gar nicht so schlecht. Bin aber auch diesmal extrem gut durch die Kurven gekommen. Ja.
Also habe ich selber kurz geguckt und gestaunt. Wie das so schön auf der rechten Seite flackert, wenn du an der Boxengasse vorbeiknallst. Flapp, 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 bisschen flapp, wie ein epileptischer Anfall, ne? Ja. Etwas zu weit raus. Kostet mich jetzt Zeit, aber ich glaube... Bande! Alles klar. Gerade so geschafft, alles oder? Alles gut, ja, alles gut. Die Bremse hat's geregelt. Sehr schön. Die Bremse, hast da Bremse. Ja, manchmal ist es die Bremse. Manchmal regelt die das einfach für mich. Ja, 1,4 Sekunden verloren, auch im Gegensatz zur letzten Runde. Das ist, macht sich dann bemerkbar, wenn man dann doch mal zu weit rauskommt. Ja. Das macht sich dann vor allen Dingen bemerkbar, wenn man hart auf die Bande zufährt. Ja, du bist uns aber auch schon wieder echt wieder weggefahren, ne? Ja, habe ich ganz gute Runden gemacht jetzt hier. Die Rundenzeit eben war ja auch extrem krass, aber ich habe 2 Sekunden plus gemacht. Und die anderen hinter mir wahrscheinlich nicht so. Jetzt habe ich 1,69 Sekunden verloren. Also war ich eigentlich, glaube ich, ganz gute Rundenzeiten. Die erste Kurve habe ich jetzt mal richtig gut genommen. Alter! Mhm. Grüne Flagge. Oh, da ist einer zerdeppert. Ich hoffe nicht du. Nee, Perez ist raus. Wow, virtuelles Safety Car. Positives Delta beibehalten. Ja, positives Delta, alles gut. Mann, ich hasse das, ne? Ist auch echt schwer, diesen Abstand dann. Grüne Flagge, jetzt geht's wieder los. Ja, bis dahin musst du bloß wieder auf. Das ist alles gut. Das haben wir alles. Auf grün sein, ne? Das haben wir alles geschissen gekriegt hier. Ich bin ja mal erstaunt, dass ich mir keinen Kotflügel wegkloppe. Dafür habe ich einen im Nacken sitzen. Ja, aber du hast gut aufgeholt. Ja, so ein bisschen. Ich arbeite dran. So, dele. Schwupp, schwupp. Kommt wieder die Hardcore-Kurve hier. Mhm. Dann kommt vielleicht wieder die Haarnadel-Kurve. Also 2 Kurven. So, der kann natürlich. Du bist auch nur 9,5 Sekunden weg. Ja, aber die also haben alle hinter mir DRS jetzt gerade. Ja, klar. Man könnte jetzt auch sagen, ja klar, nur 9, sowas. Ja. Sekunden, ne? Aber. Wenn man mal überlegt, sonst warst du immer so 30 Sekunden weg, das ist doch schon eine Steigerung. Ich habe heimlich geübt. Nichts von wegen Arbeit frisst uns die Zeit weg, sondern. Wollen wir eins fristet die Zeit weg. So, die beiden kloppen sich jetzt hier vor mir. Ja, lass sie kloppen. Ula, Ricardo und Bottas. Oh, Kies war nicht schön. Ne, Kies ist immer so knirscht und schon wieder eine enge Kiste gewesen, ey. Enge Kiste.
Hallo Rasen. Hast du mal Hallo gesagt, ja? Kurz, ja, mit dem rechten Frontreifen. Hab ich mal gedacht, guck ich mal vorbei und frage ihn mal, wie es ihm geht. Und? War ganz gut. Ah, alles klar. Super gediehen und gewachsen in der letzten Zeit. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Ja, da müssen wir uns auch einig werden, was wir draus machen wollen, ne? Ja. Ich würde fast behaupten, dadurch, dass du Erster bist und doch relativ großen Vorsprung hast, dass du das vielleicht machst. Ja. Weil der mir sagt, dass es offen ist, mache ich das. Okay. Dann mach es diese Runde. Ja. Diese nächste, wenn du jetzt reinkommst, weil ja, dann muss ich noch nicht rein. Hast du dir den Frontflügel weggekloppt? Ja, er hat zu früh gebremst und dann einfach eingedreht. So, dann müssen wir jetzt mal hier... Ja gut, die müssen auch gleich alle rein, also solltest du noch nicht mal so viel verlieren dabei. Boxenstopp? Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Vandons und Wehrlein. Alter, ich wollte raus. Die Konkurrenten haben und... Oh nein, ey, jetzt verkacke ich es hier wieder. Ganz cool, jetzt bis zur Boxen. Strategie einfach ändern. Okay, geht in Ordnung. Ich nehme bestimmt die kann den Wagen kaum halten jetzt gerade. Bin mal gespannt, was sie dir für Reifen geben. Soweit ich weiß, waren es jetzt gerade gelbe. Dann würdest du damit ja auch dann zu Ende fahren. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, weil die wollen mir die Ultrasoften geben. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass sie mir zu schnell kaputt gehen. Es ist aber nicht mehr viel großer, das ist nur noch ein Lacher. Ja, 5 Runden, aber sind ja auch ziemlich, ist ja auch eine ziemlich lange Strecke. Alter, wenn du jetzt den Frontflügel nicht mehr hast, du bist so am Arsch einfach, ne? Kannst mal gucken, was das mit der Aerodynamik macht, ne? Mann, ey, wirklich, leck mich am Arsch und die Strecke ist noch so lang. Er kommt jetzt gleich an. So, ich bin überrundet worden. Quatsch, überholt worden. Das ist erstmal nicht so schlimm. Hauptsache, du kommst heil in die Box. So, ja, ich bin in der Box drin. Sehr gut. Mir wird jetzt angezeigt, ich muss auch reinkommen gleich. Ich bin aber der Einzige, der drin ist aktuell. Also werde ich viel, viel Zeit verlieren jetzt wieder. Schade, von Platz 8 auf Platz 20, auf Platz 19. Ist natürlich doof. Ja, aber warte mal, bis die anderen in der Box sind. Ja gut, die sind aber kürzer drin als ich. Ich muss nämlich meinen scheiß Flügel das hier stimmt. Noch... Das stimmt. Aber da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, sich ja wieder ranzukämpfen. Fahr jetzt raus! Ja, mal schauen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, Reifen müssen natürlich warm werden jetzt erstmal wieder. Aber si, si, Senor. Si, si, si. Ach, geht das. Das hätte auch mal schön enden können hier. Aber also ne. Lot auf dem Boot. Deswegen mag ich eigentlich die Formel 1 nicht, ne? Man macht sich sofort alles kaputt. Wenn du dich zerklopst, dann zerklopst du dich richtig. Oh, ich sollte noch gar nicht rein, okay. Das Boxenstoppfenster ist offen für dich, alles klar. Mach ich, die ersten gehen schon an die Box. Und ich ras hier noch weiter rum. Alles 40% auf den Vorderreifen, ey. Ja, ist doch alles gut. Krieg ich hin. Mach mal mein fettes Gemisch rein, damit ich vielleicht nochmal eine Chance habe, irgendwo ranzukommen.
Aber echt mal. So. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Vergiss nicht, eine Runde an die Box zu kommen, eine Öffnung! Ich hau dir was auf der Mauer, du Idiot! Da ist doch schon die Boxeneinfahrt gleich. Aber auch so. Arschig eng, ey. Ja. Lecco mio! Das Schlimme ist, dass du ja einfach diese Kurve noch nehmen musst, ne? Das macht nicht der KI, also... Nee. Keine Chance, ey. Alter. Los jetzt, Reifen ran und ab dafür. Losfahren. Oh, jetzt kommt diese ewig lange Gerade hier wieder. Okay, ich komme schon mal nicht als Letzter ins Ziel. Nur stark gewundert. Also selbst mit Frontflügel weg, aber du hast ja sonst auch schon Abstand gehabt. Also mich hätte das echt stark gewundert, wenn du jetzt wirklich weit zurückgefallen wärst. Ja, naja. Also ja, klar brauchst du statt 7 Sekunden irgendwie 19 oder sowas. Ja, fast, ja. Oh, das war schon ganz schön eng gerade. Bisschen Concentration hier, dann klappt das auch. Echt mal, ich meine, ich bin ja jetzt schon in Runde 10 von 11, das muss ja wohl hinhauen. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt noch in die Box fahren hier alle, vor mir. Weiß ich nicht. Aber wie vielter bist du jetzt? 15. Müssen ja mindestens noch, 6 Leute in die Box fahren, gefühlt. Nee, also so viel werden es dann wohl nicht sein. Keiner ist in die Box gefahren vor mir. Gut, dann gehe ich wohl als 15. ins Ziel. Oder sie gehen alle noch mal in der letzten Runde. Was mich sehr wundern würde, aber... Ja. Ja, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Richtig. Die müssen sich da vorne nur ein bisschen kloppen, dass ich da mitmischen kann. Mehr will ich da gar nicht. Das sind aber kleine Ansprüche, die du hast. Ja. Ja. Ja, das wird nichts mehr. Gut, dann gehe ich doch jetzt schon in weiser Voraussicht mit Platz 15 nach Hause. Hätte natürlich geiler werden können, wenn ich mit dem Flügel nicht zerkloppt hätte. Ja. Der Fahrradkette. Oh, Kies, ey. Kies!
Schalalala. Money, 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 money. Kies, kies, kies. Oh, ich fahre das jetzt entspannt. Jo, kann man mal machen. Kann man machen. Ist so. Auch wirklich keiner mehr von den Arschlöchern in die Box gefahren, ne? Hätten sie mir ja mal gönnen können. Der vollen Gönnung. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde. Das ist meine Runde letzte Rennens. Runde. Oh, ey, die erste Kurve, die verpasse ich immer, ne? Da bremse ich einfach viel zu spät. Solange du nirgendwo gegenpreizt, geht das ja auch noch. Blöd wird erst, wenn du dann die Haarnadelkurve so spät bremst, dass du quasi freies Schussfeld hast. Ja. So ging es mir eben gerade, ja. Am Anfang. Ja. So. Oh nee, nicht doch. Alter, das kann nicht dein Ernst jetzt sein hier. Sag mal nicht, dass du schon wieder einen Punkt gesetzt hast. Nee, aber ich hab die Kurve nicht richtig gekriegt und wenn ich es jetzt noch verkacke, dann gehe ich auch noch auf letzten Platz, Alter. Tut nicht. Nein, weg. Alle weg hier. Ich hab so viel Rasen unter mir. Ich rutsche mehr als alles hier. Andere hier, Alter. Nein, du Arschloch. Stroll. Alter, wenn ich jetzt in die Box komme, ich töte dich. Ich krieg eine Verwarnung? Knall nicht gehört? Was ist denn das für eine Schwuchtelrennleitung? Tolles Ding. Jetzt machen wir doch den 18. draus. Mein Gott, ey. Ist das eine Pisse. Ja, richtig geil. Party hart. Super, bin begeistert. Jawohl. Bin zumindest schon mal nicht letzter geworden. Nicht letzter. Party, yeah. So, wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir waren, wo waren wir denn jetzt? In Belgien, ne? Belgien. Nächste Rennstrecke sehen wir dann, was passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like, wie auch immer. Wir freuen uns über alles. Sagen Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Haut rein.